Ja, moin, Mahlzeit oder auch Abend. Also ich meine, wir sind jetzt bei Film, was sind wir, 13, 12? Ich meine, ich habe jetzt schon einiges gesehen. Humorvoll, gut gemacht, schlecht gemacht, Trash, also gezielter Trash. Aber verdammt, was ist das denn gewesen? Ghost? Ein koreanischer Horrorfilm. Ich meine, guckt euch das Cover an. Das ist vielversprechend, dann steht noch drauf, ungeschnittene Fassung. Das klingt so, als ob das so ein richtig guter Asia-Horrorstreifen ist. Ich meine, wir erinnern uns an Jaws oder The Ring, The Grudge, das, was die Amerikaner nachgemacht haben. Auch wenn man das hier liest, so ja, Amnesie, dann werden von der Hauptprotagonistin Mitschülerinnen getötet, steht mit ihr in Verbindung und mit ihrer Amnesie. Und auch hinten der Klappentext. Ganz im Stile von Tales of Two Sisters vermischt The Ghost geschickt klassische Elemente aus dem populären asiatischen Spannungskino und dem artifiziellen Stil europäischer Horrorfilme. Die hervorragende und hochwertige Inszenierung lassen dabei selbst die hartgesottenen Fans asiatischer Horrorkunst oder asiatischer Filmkunst aufhorchen. Ein Horrorschocker der Extraklasse. Nein, das Ding ist nicht gruselig. Das ist ein Drama, wenn es hochkommt. Ein Drama. Aber ein enttäuschendes. Das Ganze geht 95 Minuten. Und ganz ehrlich, das Cover ist gruseliger als alles, was im Film vorkommt. Ich meine, die Story ist nett. Für ein kleines Drama, so mit Vergangenheit gegenüber Zukunft. Schön, okay, gut. Aber ich bin von asiatischen Horrorfilmen einfach gewohnt, dass ich selbst bei Tageslicht Probleme habe, durch eine dunkle Gasse zu gehen, verdammt. Dass es so richtig schön im Nacken noch sitzt, so, oh, da war was. Shutter zum Beispiel. Oder halt The Ring. The Grudge. Da zerrt man richtig schön lange von, weil es so richtig schön nachhallt. Asiatische Horrorfilme haben Ambiente. Die haben Stil, die haben Atmosphäre, die haben eine gute Story. Und das hier ist. Nö! Geht doch nicht! Ich meine, es ist auch ein schönes Steelbook, Limited Edition mit allem drum und dran. Naja, mit allem drum und dran ist einfach nur eine Disc im Metal Case. Es ist. Mann! Ich hatte mich jetzt schon so richtig schön gefreut. Cool, endlich mal ein Asia-Horrorstreifen. Die wissen, wie es geht, dachte ich mir. Jetzt im Oktober, zack, 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 das muss knallen. Aber nö. Ich meine, es ist deutsch und koreanisch drauf, selbst auf koreanisch ist es nicht spannender. Obwohl die Stimmen teilweise besser passen zu den Darstellern als eine deutsche Synchro. Es erinnert mich dran, wenn man tatsächlich mal einen Horrorfilm hat, mit dem man gar nicht klarkommt, stellt euch einfach vor, die sechseln. Niemand nimmt einen Horrorfilm ernst, in dem gesächselt wird. Vielleicht hätte es den Film ja besser gemacht. Ich kann noch nicht mal über die Leistung der einzelnen Schauspieler sagen, weil ich sie nicht kenne. Ich kenne keine koreanischen Darsteller. Mann, so ein schönes Artwork und dann ist es einfach puff. Ey. Nee. Geht gar nicht. Ja, natürlich. Jetzt will ich für Tag 14 aber bitte was Ordentliches haben, ey. Gar nicht. Sowas ärgert mich. Da fühle ich mich in meiner Oktober-Ehre verletzt. So, Handy raus, nächster Film. Geht gar nicht. Ich meine, wer macht denn so einen Scheiß? Haben die den Film geguckt? Naja. So. Gut, das ist ein Halloween-würdiger Klassiker, also Klassiker von 2011. Weep, kann man lesen. Cabin in the Woods. Da weiß ich, was kommt, da freue ich mich. Dann werde ich mir für morgen nochmal ein bisschen Popcorn holen. Ich glaube, bis ich darüber wegkomme, das wird noch ein bisschen dauern. Na gut. Wir schließen damit Tag 13 ab. Mit einer wirklich herben Enttäuschung. Und wenden uns
Freitag, 14 zu mit Kevin in Soest. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Wie ist es bei euch? Asiatische Horrorfilme schon mal gesehen? Und wenn ja, gefallen sie euch besser als die amerikanischen? Oder wisst ihr eine Nationalität, die ich vielleicht tatsächlich mal gucken sollte? Man hat mir auch schon vorgeschlagen, britische Horrorfilme zu gucken, die zum Teil verdammt gut gemacht sind, weil sie Atmosphäre haben. Ich werde jetzt meinen langen, dunklen Spaziergang machen und mir dabei die Halloween-Playlist anhören. Definitiv. Das ist, ne. Reden wir nicht drüber, wir sehen uns morgen.